bin nackt, Mrs. Kremitz. Das sehe ich. Wieso weinen Sie? Tränengas. Außerdem nehme ich an, bin ich traurig. Sehen Sie bitte weg, meine neuen Muskeln machen mich verlegen. Sag deinen Eltern, du bist zu Hause. Sie machen sich Sorgen. Ich werde wieder auf den Barrikaden erwartet. Da sind keine Barrikaden. Naja, wir richten sie gerade. Aha. Was schreibst du? Ein Manifest. Ich habe Ihnen übrigens abgeraten, Paul einzuladen. Sie sind vielleicht traurig, aber machen keinen einsamen Eindruck. Ganz genau. Sie haben sich bei dem Protest vor einem Bücherschrank Notizen gemacht. Sind wir in der Geschichte? Für das Volk von Kansas? Ja, möglich. Dann sollten Sie unsere Beschlüsse studieren. Oder wie wär's mit Korrekturlesen? Meine Eltern sagen, Sie schreiben gut. Gib es mir. Es ist ein wenig verschwommen. Die Schrift oder die Sprache? Beides, basierend auf dem Titel und den ersten vier Sätzen. Kritisieren Sie nicht mein Manifest. Oh, du willst keine Anmerkungen? Ich brauche keine Anmerkungen, oder doch? Sie sollten es nur Korrektur lesen, um noch beeindruckter davon zu sein, wie gut es schon ist. Fangen wir mit den Schreibfehlern an.